Hier ist Mika Caravan aus Dingisbühl. Heute habe ich ein Video vorbereitet, was etwas aufwendiger war, weil ich habe zwei Gäste dazu eingeladen. Und zwar geht es um Klisana. Ich habe das ja im letzten Video angekündigt und wir sind jetzt hier bei mir vor der Werkstatt. Die Jungs stehen schon drin und unterhalten sich angeregt über das Thema. Mir geht es einfach darum, dass wir mal versuchen, so ein bisschen aufzuklären über die Entsorgung von Klisana, was hier in diesen Mülltonnen letztlich landet, wie das dort landet, ob das für Stellplatzbetreiber jetzt wirklich ein Problem ist, was das Problem ist, wie Klisana darauf reagiert, was sich vielleicht in Zukunft ändern wird, beziehungsweise wie überhaupt mit der ganzen Entsorgung vom Müll umgegangen wird, weil ja immer wieder die Thematik entsteht bei verschiedenen YouTube-Kanälen, oh, Müllbelästigung und wie das dann auf den Stellplätzen ausschaut und man dürft dann irgendwann dort nimmer stehen und lauter solche Hirngespinste. Und da möchte ich einfach entgegenwirken mit ganz entschiedenem Punkt, weil ich persönlich auch ein sehr großer Klisana-Freund bin. Und da gehen wir jetzt einfach mal Richtung Ausstellung, weil da sind die zwei schon und unterhalten sich. Ich habe einmal den Chef von der Firma Klisana da, sowie aber auch den Stellplatzbetreiber von einem ganz bekannten Stellplatz. Und ja, da schauen wir jetzt einfach mal rein und gucken mal, wo die sind. Kann man dann sehen, dass die da so. Hallo ihr zwei. Hallihallo. Hallo. Also hier ist der Daniel, stell dich mal bitte vor. Hallo, ich bin der Daniel, der eine oder andere hat mich vielleicht bei Mika auch schon gesehen. Ich bin unter anderem einer derjenigen, die die Verschweißtoilette mitverantworten und erfunden haben, sagen wir es mal so. Ja, ganz genau. Und du bist im Prinzip, man kann sagen, Chef von Klisana. Quasi so. Ich würde jetzt nicht Chef sagen, wir haben eine sehr flache Hierarchie bei uns. Wir haben alle so ein bisschen rumgebastelt, aber ich bin derjenige, der... Für Entwicklung genau. Und alles Mögliche, was Klisana genau, betrifft. Bin einer des Klisana-Teams und genau. Vielleicht derjenige, der etwas am prominentesten vertreten ist. Genau. Schön. Einer des Teams. Ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier zu dem kleinen Mega-Caravan zu fahren nach Dingisbühl, weil es drücken mich so ein paar Themen, wo ich dich ja angerufen habe. Und die wird man heute gern besprechen. Und dazu haben wir auch noch in Odin eingeladen. Stellplatzbetreiber von Seecamping. In Langlau, am Brombachsee. Am Brombachsee. Eigentlich kein kleiner Stellplatz. Nee, 650 Stellplätze. 650 Stellplätze, also das heißt, da sind ja wirklich viele, viele Fahrzeuge am Wochenende bei euch am Hof, also am Hof sage ich, am Platz. Am Platz. Wo man ja genau die Thematik, worum es mir heute geht, auch mal gut ansprechen kann, weil es ja oft heißt, Klisana-Beutel, Müll und so weiter. Und also ich freue mich drauf. Tolle Runde. Danke. Fangen wir gleich mal an. Klisana, Beutel, verschiedene YouTube-Kanäle gesehen. Was hat Klisana mit dem Beutel für die Zukunft noch so angedacht? Also vielleicht der eine oder andere hat es auf dem Caravan so lange wahrscheinlich gesehen. Wir machen das ja jetzt schon seit 3 Jahren offiziell im Caravaning. Wir sind ja schon seit 2014. Im Medizinbereich unterwegs und der Anspruch, auf deren Basis wir das Ganze entwickelt haben, war immer Infektionsschutz. Das heißt, diese Folie, ja, wir sagen eine Hochbarriere, Polymerfolie, die ist so aufgebaut, als dass sichergestellt ist, dass das, was drin ist, auch drin bleiben muss. Und vor dem Hintergrund, dass natürlich das auch im Krankenhaus eingesetzt wird, macht das Infektionsschutzthema wahnsinnig viel Sinn. Und wir haben damals, als wir den Weg ins Caravaning gegangen sind, auch gesagt, aber warum sollen wir das Infektionsschutzthema ad acta legen? Weil auch wenn ich es entsorge, ja, ich habe eine gewisse Zeit, bis die Entsorgung erfüllt ist. Das heißt, ich habe am Anfang im Mülleimer eine gewisse Zeit oder in meinem Fahrzeug sogar noch Mülleimer und dann habe ich die ganz normale Entsorgungsinfrastruktur und alle Beteiligten, ja, bis hin zur thermischen Verwertung, sollen da geschützt werden. Und deshalb haben wir daran festgehalten. Wir haben immer schon von Anfang an parallel Materialentwicklung mitbetrieben. Da sind wir, jetzt hast du gesagt, der kleine Mika, wir sind, was das, die Polymertechnologie anbelangt, wahrscheinlich so klein verglichen wie eine Stecknadel verglichen mit einem Blaubart, sage ich jetzt mal, in diesem Kunststoffbereich, weil die Entwicklung da maßgeblich von der Lebensmittelindustrie getrieben wird.
Wir machen da aber unglaublich viel Versuche und jetzt auf dem Caravan-Salon haben wir das erste Mal tatsächlich auch eine Variante vorgestellt, wo wir wirklich keinen Tropfen Rohöl verwendet haben für die Folie und da werden wir 2025 auch hinkommen. Warum aber ist das eine Sache, die für uns sehr wichtig ist, ohne dass wir in der Barriere Einschnitte machen. Mhm. Das ist das ganz, ganz, ganz Wichtige. Mhm. Wir müssen an eine Folie kommen, die zu 100% aus Biomaterialien ist. Mhm. Also das heißt, wo wir kein Rohöl mehr verwenden, weil dann haben wir tatsächlich ein CO2-neutrales System. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dadurch soll weniger, mehr Geruch entstehen oder weniger Schutz entstehen. Ganz genau. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Und es braucht halt einfach, da können wir auch als Polymertechnologen nicht zaubern, weil es ist immer noch viel Alchemie in der Polymerchemie dabei, das heißt probieren. Ja. Trial and error. Ja, klar. Und das dauert Zeit. Genau. Und anders funktioniert nicht. Absolut. Dann geht es ja darum, wenn wir die Müllbeutel jetzt produzieren, indem wir unser Geschäft da reinmachen und dann müssen die ja quasi entsorgt werden. Genau. Jetzt habe ich auf verschiedenen Kanälen, natürlich nennen wir nicht auf welchen, aber trotz alledem immer wieder gehört, ja, ich habe schon die ersten bösen Stellplatzbetreiber, stellen schon Schilder auf, Klesana-Kunden hier nicht mehr willkommen. Also finde ich Katastrophe. Ich bin sehr viel mit meinem Wohnmobil unterwegs, weil ich mittlerweile, ich wie der Markus-Fan von Van, zu den Gleitschirmfliegern gehöre. Also ja. Da bin ich auch viel unterwegs, aber ich tauche auch sehr gern an vielen Seen, also bin ich auch viel unterwegs. Ich habe noch keinen einzigen Stellplatz, noch Campingplatz, noch Stellplatz gefunden, wo so ein Schild jemals krank war. Dennoch wird es behauptet, dass es das immer gibt. Und darum bin ich echt dankbar, dass du da bist, dass auch mal von der Seite das Wort kommt, wo man sagt, Mensch, wie seht ihr das? Ist das für euch jetzt wirklich ein Problem? Ich weiß, du hast eine Müllpresse sogar. Ja. Wie siehst du die Problematik? Also wir haben eine Müllpresse, wie du schon gesagt hast, ja. Und wir haben eine separate Mülltonne für diese Glesana-Beutel, genau. Oder Kotbeutel. Ja, ja. Und bei uns ist es ganz wichtig, wir haben da kein Problem mit diesen Glesana-Beuteln, aber wichtig ist, glaube ich, beim Campingplatz, dass man halt seine Presse regelmäßig reinigt. Genau. Hat jetzt nicht nur was mit diesen Kotbeuteln zu tun, finde ich, gehört generell dazu, einfach um auch die Gerüche zu vermeiden. Und bei uns wird die in der Hauptsaison einmal in der Woche, in der Nebensaison alle 2 Wochen geleert. Mhm. Da stellen wir diese Extratonne mit dazu und dann wird die da mit reingeworfen und gut ist. Man muss ja auch sagen, die Gäste schmeißen ja auch ihre Windeln in die Presse, die schmeißen ihre Hundekotbeutel in die Presse. Im Endeffekt ist es von der Geruchsentwicklung her zumindest das Gleiche. Nichts anderes, genau. Also ist nichts anderes somit, wie vorher auch. Ja, und wir haben jetzt keine übermäßigen Mengen an Glesana-Beuteln oder zumindest fallen sie uns noch nicht auf und dementsprechend ist es für uns absolut kein Problem, wenn die Leute genau. Da ihre Beutel. Und jetzt sind ja bei dir wirklich Autos, weil 600 Stellplätze, das heißt ja, also gut, werden feste Stellplätze auch dabei sein, ja. Aber ich sage jetzt mal so, Wechsel von 300-400 Autos an einem Wochenende ist da locker drin. Locker. Also da würde ja, wenn prozentual gesehen, kann man es schlecht erfassen, aber ich würde jetzt mal sagen, wir sind immer nur im 0,% Bereich, wo Glesana-Toiletten überhaupt verbaut sind. Weil es geht ja auch um die ganzen Autos, wo ja schon auf dem Markt sind. Mhm. Klar, wir rüsten, wie ich Bösewicht, ich rüste natürlich viele Fahrzeuge nach, aber dennoch bin ich ja nur ein kleines Licht für 80.000 Neuzulassungen im Jahr, also das Gottes Willen. Weißt du ungefähr prozentual, wo ihr da steht jetzt aktuell auf dem Markt? Also ich kann euch sagen, was wir bis dato an Geräten fürs Caravaning gefertigt und ausgeliefert haben. Ja. Da sind wir jetzt mit Auslieferung dieses Jahr bei knapp 16.000 Ende des Jahres. Also nicht nur dieses Jahr, sondern seit Anfang. Ein großer Teil lief da die Ladentätigkeit. Das sind dann jetzt, Entschuldigung, 3 Jahre? Genau, 3 Jahre. Ja, also wir werden Ende des Jahres 16.000, wenn wir das prozentual umrechnen wollen auf alle Wohnmobile, wo es gibt, dann ist ja das echt der Lachplatz. Das ist tatsächlich auch, das sage ich immer, weil das Spannende ist, wir haben nie die Ambition gehabt oder das auch geäußert, dass wir sagen, wir werden die neue Kassettentoilette. Ich sage immer bewusst, nicht Chemietoilette, sondern ja. Kassettentoilette, sondern es ist ja auch, es gibt ein Produkt für unterschiedliche Nutzungsverhalten. Und ich selber bin groß geworden mit Caravaning. Ich kannte nichts anderes als die klassische Kassettentoilette. Und wir haben
uns vorhin schon gesprochen, wie wir selber zum Karawanen kamen, wie wir groß wurden. Und bei mir war es so, zu mir und meinen Brüdern hat mein Vater immer gesagt, wer auf die Toilette geht, putzt. Und in den 15 Jahren Camping waren wir vielleicht 10-mal auf der Toilette, aber deshalb war es nicht schlimm, das hat funktioniert, weil wir halt immer auf den klassischen Campingplätzen waren. Und ich weiß auch, jeder, der den Urlaub so macht, das funktioniert einwandfrei. Für mich würde das heute nicht funktionieren, hängt aber auch da damit zusammen, weil ich mein Nutzungsverhalten oder mein Urlaubsverhalten durch das, dass ich das System, das mir eingebaut habe, entsprechend angepasst habe. Also unsere Ambition ist es nicht, dass wir sagen, jeder, der klassischerweise auf den Stellplatz geht und das da 2 Wochen verbringt und da mit seiner Familie Urlaub macht, dem möchten wir die Klesana aufschwatzen. Ganz im Gegenteil. Das ist ja auch eine Sache, die ganz wichtig ist. Deshalb lade ich auch immer ein, jeder, der sich ein differenziertes Bild über die Toilette machen will, kommt bei uns am Messestand vorbei. Ja. Wir versuchen niemand was zu verkaufen, sondern da sind wir zu sehr Techniker. Wir erklären, wir sagen, warum wir die Sachen machen. Wir sagen, wo wir den Vorteil sehen, wo aber auch die Vor- und die Nachteile des Systems liegen. Und was inzwischen, im ersten Jahr war das natürlich immer so ein bisschen speziell, weil da konnte niemand das, was wir sagen, fassen. Jetzt sind wir im dritten Jahr und es ist immer wieder spannend. Ich lade jeden ein, wenn er das, was wir sagt, quasi immer durch diese Brille sieht, das ist ja der Hersteller, der muss das sagen, redet mit den Leuten, die sie haben. Wir haben wirklich so tolle Kunden, die immer wieder zu den Messen kommen. Du kriegst es ja auch mit, wenn sie zu dir kommen, die Rückmeldungen und sagen, hey, wir waren im Urlaub, wir haben dieses Mal das gemerkt und dieses Mal das gemerkt. Und das ist ja das Spannende, auch die ganzen Rechenbeispiele, die es gibt, die definieren immer ein Nutzungsverhalten. Und das ist, ich bin 24 Stunden vor meinem Fahrzeug, isst den ganzen Tag, trinkt den ganzen Tag und gehe nur auf Toilette. So macht niemand Urlaub. Nein. Und auch wenn ich ein Jahr lang sehe, ich habe 3, 4, 5 unterschiedliche Arten, wie ich Urlaub mache. Und das ist das Spannende. Ich muss mir überlegen, wie mache ich es? Und dementsprechend kann ich das System nutzen. Deshalb wichtig für uns. Ja. Wir wollten nie die Kassette und wollen auch nie die Kassette, wollen der den Status streitig machen, sondern wir sagen, jeder, der sich bei der Kassette nicht wohlfühlt, weil sie zu von mir aus statisch ist, ja, mit der Infrastruktur, mit dem Stehenden. Und jeder, der aber das Thema Trockentrennen für sich nicht sieht, weil es halt auch mit einer gewissen Arbeit und Abstrichen kommt, für den bieten wir eine neue Produktkategorie, die bis dato noch nicht da war. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir sagen, wir möchten nicht sagen, wir sind besser oder schlechter. Das könnt nur ihr entscheiden, indem ihr wisst, wie ist euer Nutzungsverhalten. Das ist das ganz Wichtige für mich. Absolut. Und vor allen Dingen, das Nutzungsverhalten ist ja so individuell und so unterschiedlich, wie der Mensch selber ist. Weil Urlaub ist nicht gleich Urlaub und jeder hat eine andere Art, Urlaub zu machen. Also das ist natürlich ein riesen Punkt. Aber dass er nicht ganz unerfolgreich ist, sagt ja auch, dass es zumindest in diesem Jahr auf der Caravan-Salon viele, ich nenne es jetzt einfach mal sarkastisch, Nachahmer gab, die natürlich auf den Zug mit aufgesprungen sind. Wo ich aber Wert lege ist, und da hast du ja auch einen Folienliner, glaube ich, auch ins Fraunhofer Institut geschickt, wo man schon ganz klar differieren muss, das hat aber nichts mit eurer Toilette zu tun, vom Grundsatz her. Die Qualität ist bei euch anders, ihr garantiert die Barriere, die Geruchsneutralität, was natürlich bei den anderen schwierig ist oder nicht ganz so toll ist. Das wissen wir ja immer nur bis zu dem Zeitpunkt nicht. Wir können ja tatsächlich auch immer nur das annehmen, was im Marketing steht. Und was wir aber da gesagt haben, weil wir wissen einfach, und da kommen wir aus der Medizin, das, was wir sagen, das müssen wir auch liefern. Und wenn wir das nicht liefern, dann ist es schwierig, weil das ist dann ein bisschen verbraucherschutzthematisch auch wieder eine andere Sache. Und deshalb ist es uns ganz wichtig, dass wir sagen, hey, komm, so, man kann über viele Dinge reden, aber wir müssen auch aufzeigen, was kann welche Folie. Das werden wir für die Zukunft immer machen. Nicht, damit wir uns vorne hinstellen und mit den Hosenträgern und Schnallen sagen, da schaut her, wie toll wir sind, sondern uns geht's darum, wir möchten eine Referenzierbarkeit schaffen, dass die Kunden, die sich für so ein System interessieren, wissen, was passt ihnen und was für Kompromisse gehen sie mit welcher Technologie ein oder eben nicht Kompromisse. Ja. Und für uns ist eben das Wichtige, deshalb finde ich es auch schön, dass wir uns jetzt mal kennengelernt haben heute, weil in letzter Instanz geht es ja darum, egal wie gut unser System ist, das muss für die komplette Infrastruktur mitdenken. Und ich finde das spannend, ich habe heute wieder viel gelernt über das Thema, wie handhabt ihr die Sachen, wie funktioniert eure Müllpresse verglichen mit anderen, wo seht ihr die kritischen Themen bei eurer Müllpresse, weil das Schöne ist ja auch da, es gibt nicht die richtige Toilette, dementsprechend gibt es auch nicht die einzige richtige Lösung, aber so wie ihr es macht, das ist zum Beispiel spannend, weil ich mir das genauso andenken kann für andere. Ja? Gleichzeitig ist es aber auch so, das ist unsere Idee jetzt, wenn wir mit euch sprechen und wissen, okay, wo habt ihr
von eurer Infrastruktur und von eurem Equipment tatsächlich Limitierungen. Dann können wir sagen, wie lässt sich die Toilette vielleicht nutzen, um die zu umgehen. Oder, wenn es nicht die Möglichkeit ist, was gäbe es, wo wir uns auch daran beteiligen können, um euch Abhilfe zu schaffen. Das ist ja das Nächste. Und wenn man dann zwei, drei Lösungen hat, da bin ich mir sicher, weil ich weiß nicht, wie viele Stellplätze in Deutschland es gibt, aber ich glaube, es gibt wahrscheinlich, wie bei den Kassettentoiletten, obwohl 80.000 Fahrzeuge installiert werden, werden die wahrscheinlich mit drei unterschiedlichen Toilettentypen installiert. Oder lass es vier sein. Lass es vier so am Werk. Ja. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch bei den Stellplätzen sein. Vielleicht hast du da 10 unterschiedliche Setups, aber da lassen sich Lösungen entwickeln. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir jetzt sagen, wir glauben das nicht. Wir fragen bei sowas immer nach, wer sind denn die Stellplätze, von denen ihr uns berichtet? Wir kriegen leider noch relativ wenig Namen, weil viel hören sagen. Ja. Deshalb, wir möchten mit jedem reden, der wirklich sagt, ey, pass auf, ich habe da Themen. Und es gibt auch schon viele, die sagen, ich habe eine Lösung gefunden. Auch mit denen möchten wir reden, weil in letzter Instanz können wir auch nur lernen. Uns ist wichtig, das Ding muss halt funktionieren. Genau, und wir haben ja auch von dir schon gehört heute als kleine Anregung. Natürlich wisst ihr um die Thematik, jetzt nenne ich es einmal, was da vielleicht irgendwann auf euch zurollt, weil es mehr werden wird. Mhm. Und auch die Verbände, so wie ihr, reagiert ja schon und macht ja auch schon die ersten Überlegungen, die dahingehend bis eventuell separate Container oder separate Presse. Genau, also es ist halt so, dass wenn wirklich das jetzt durchgesetzt werden sollte, dass das jetzt sogar in den Sondermüll gehört, da hatten wir vorhin das Thema noch, welche Art von Sondermüll das dann sein wird, dann muss man halt als, ich würde es mal behaupten, als großer Campingplatz so weit handeln, um einen separaten Container für sowas aufzustellen. Wie gesagt, wir haben momentan eine kleine Tonne, die reicht, weil es nicht die Megamasse ist, die da weggeschmissen wird. Oder viele schmeißen es vielleicht erst in die Presse, sehen dann die Tonne und denken, ah Mist, habe ich nicht gewusst. Wenn das dann kommuniziert wird, dass da offiziell ein großer Container ist, ja, dann muss man da halt auch reagieren als Betreiber und zur Not die Kosten halt umlegen. Aber ich sag, jeder, der sich fürs Camping entscheidet, ist dann wahrscheinlich auch bereit, 1 Euro mehr am Tag zu bezahlen, wenn er dementsprechend seine Toilette nutzen kann, wie er sie möchte. Ganz genau. Und ja, aber noch sind wir zufrieden, dass es nicht so weit ist und hoffen mal, dass es so bleibt. Also ich blende euch auch mal die Toilette ein. Du hast mir netterweise das Bild zukommen lassen. Finde ich unheimlich interessant. Die Tonnen, ja, Entschuldigung, die Tonnen. Weil ich fand es spannend, ein Platz mit 600 Stellplätze und die Tonne ist nicht jeden Tag voll. Nein. Wann ist die ungefähr voll? Also wir, die Presse wird alle jede Woche ausgeleert. Wir schicken die Tonne so alle 4 Wochen mit. Alle 4 Wochen. Ich blende euch ein. Das ist ja nicht voll, aber und man muss auch sagen, das ist eine normale Mülltonne, das ist aber diese ganz kleine, die hat also nur diese 50 Liter oder so, oben diesen Einsatz. Ja. Da liegen nicht so viele drin. Also ich würde behaupten, Hundekoteimer und Windeln liegen definitiv wesentlich mehr in der Presse als Gläserner Beutel. Genau, das ist der Punkt. Also da sehen wir ja, dass wir wirklich nur im Promille-Bereich sind. Also das ist ja erschreckend oder noch sehr wenig, nicht erschreckend, ist ja gut so, aber es ist halt noch sehr wenig. Mhm. Aber ihr reagiert, man kann schon, man stellt Überlegungen an, dann wird halt irgendwann ein größerer Container da stehen, wo das separiert wird, wo keine Beutel aufplatzen, weil da irgendwas anderes mit drin ist und die Beutel aufschneiden und der ganze Urin rausläuft. Aber auch da hat ja Klesana wieder Überlegungen angestellt, indem er einfach sagt, Mensch, dann muss man halt Absorber dementsprechend anwenden, anders dosiert und so weiter, damit es sich bindet, der Urin, und dann eben auch gar nichts mehr ausläuft. Da waren wir, also ich habe es euch eingangs auch schon erzählt, das Thema Absorber ist eine Sache, da machen wir nichts anderes als das, was es in den Windeln gibt. Genau. Ja, wir nutzen da ja nur ein bestehendes System, deshalb haben wir von Anfang auch immer gesagt, naja, aber wir sind da auch manchmal vielleicht ein bisschen zu wenig, offensiv in der Kommunikation, sondern sagen, nee, ihr braucht's nicht. Und man hat's auch nie gebraucht. Aber tatsächlich ist es so, wir haben diese Beutelchen, wie ihr sie bei uns kauft, das ist ja das einzige Produkt, das nicht unser Know-how ist. Mhm. Da haben wir nichts mit Entwicklung zu tun, sondern das kaufen wir zu, das lassen wir verpacken und dementsprechend kostet so ein Beutelchen, weil es genauso ist wie so ein Spülmaschinentab in der Handhabung halt ein bisschen was. Ich sage jetzt schon den Leuten,
vor allem wenn wir dann solche Themen jetzt besprechen wie, wie sicher soll es sein, dass die Flüssigkeiten rausgehen. Ich habe ihn gerade vorhin gefragt, wie nutzt ihr denn die Beutelchen? Und es ist schon so, wenn man weiß, dieses Beutelchen, das hat einen gewissen Wert, dann macht man das halt nachts rein, wenn man mehrmals auf die Toilette geht. Das war ja auch spannend für uns zu lernen, dass die Kunden das nutzen, um im Endeffekt dann mehrere Toilettengänge zu nutzen. Und wir haben schon vor ein paar Monaten dann tatsächlich gemerkt, eigentlich wäre es sinnvoll, gerade diesen Absorber jedes Mal mit zuzugeben. Weil dann habe ich einfach immer die Bindung von der Flüssigkeit, vor allem beim großen Geschäft auch. Selbst wenn dann irgendwas aufreißt, wir zeigen es auch auf der Messe immer, ich mache Absorber rein, stich wirklich mit dem Kugelschreiber große Löcher rein und versucht es auszuwalken, da kommt nichts raus. Kommt dir nichts raus, so. Weil es ja gebunden ist. Ist ja vorbei. Genau, und da ist das Nächste, es wird in Zukunft nicht eben nur die kleinen Absorberbeutelchen geben, sondern wir werden das Granulat auch lose anbieten. Und zwar im Idealfall so, dass es auch wie so ein Salzstreuer dosiert werden kann, dass eben der Toilettengang oder eine Dosierung nicht mehr als ein paar Cent kostet. Das muss unter 5 Cent sein, das ist ganz klar. Am liebsten sogar nur 2, 3. Nagelt mich nicht drauf fest, aber das Video wird immer kommen. Deshalb ist das Gute, auch da mehr Entwickler. Ja, klar. Also da ganz wichtig die Message, weil im Endeffekt, wenn wir wissen, dass das auch im Bereich Camping und Stellplatz bei der Entsorgung hilft und dass man weniger filigran damit umgehen muss. Und ich meine, die Erfahrung hast du vielleicht schon gemacht, die Beutel sind ja relativ stabil. Ich kann auch, wenn nur Flüssigkeit drin ist, kann ich die irgendwo dagegen pfeffern, da passiert nichts. Mhm. Aber über das haben wir halt einfach noch, selbst wenn irgendwas einreißt, es kommt nichts raus. Und wenn nichts rauskommt, läuft nichts aus. Genau. Dann müssen wir das schaffen. Und das ist der nächste Schritt, wo wir sagen, da können wir rein systemtechnisch ja schon dafür sorgen, dass, sagen wir mal, die Entsorgung einfacher und weniger problematisch wird. Das sind so die Kleinigkeiten, da müssen wir natürlich, oder da freuen wir uns auch, ins Gespräch drüber zu gehen, weil genau über solche Sachen können wir dann den Mehrwert erzeugen, den wir dann wieder dem Kunden weitergeben in der Nutzung. Genau. Weil wenn jetzt beispielsweise einer sagt, ja, aber ich bin übers Wochenende unterwegs, gehe das letzte Mal auf die Toilette und dann schmeiße ich den daheim weg, dann muss er nicht zwangsläufig einen Absorber reinmachen. Kann das aber trotzdem, und zwar auch in dieser kleinen Dosierung. Ganz also auch genau. Da wieder, es gibt, ich sage immer, nicht schwarz-weiß, sondern wir bewegen uns viel in einem Graubereich. Das finde ich ja auch so spannend an eurer Firma, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr entwickelt euch ja mit. Also ihr gebt euch ja richtig Mühe, ihr entwickelt euch mit und nehmt euch ja auch der Thematik immer an, was da auf uns zurollt oder auf uns zukommt. Wie zum Beispiel, wie schaut's im Ausland aus? Da habt ihr ja, weil Ausland, wissen wir, sind nicht überall die Müllverbrennungen vorhanden. Aber da habt ihr einen komplett neuen Folienliner entwickelt. Auch das muss im Endeffekt ganz klassisch der Folienliner sein, der einfach biobasiert ist, weil wenn du einen biobasierten Folienliner hast, der zersetzt sich natürlich unter Druck und Temperatur. Mhm. Und da ist es so, also genau in die Richtung muss es gehen, weil ich meine, unser Fokus ist nicht nur, wir sind auf dem deutschsprachigen Markt, Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern natürlich ist es so, dass es da weitergeht. Und auch da muss ich sagen, die Innovation, die ziehen wir uns auch nicht aus den Fingern. Da haben wir das Glück, in einem Markt zu sein, wo echt viele Camper uns wahnsinnig gute Rückmeldungen geben. Bestes Beispiel auch dieser Flüssigeinsatz oder Urinbehälter oder Pipi-Box, da gibt es ganz viele Namen dafür. Ich war am Anfang der größte Gegner davon, weil ich gesagt habe, wir kommen nicht mit einem Produkt aus. Ich auch. Wir kommen nicht mit einem Produkt aus der Medizin und versprechen Hygiene und Sicherheit und machen dann im Endeffekt eine Tupperware, wo man reinpinkeln kann. Spannend ist es aber, das war eine Nachfrage, die von Kunden vorangetrieben wurde und wir haben das mit Kunden zusammen entwickelt. Und es ist immer wieder lustig, dass sie sagen, ah ja, ihr habt dass wir Stimmen hören, ihr habt erkannt, euer System funktioniert nicht gut und jetzt habt ihr das gemacht und jetzt verkauft ihr das. Und dann sagen wir so, wir würden es gern so bestätigen, aber de facto war das eine Sache, wir sind nicht auf die Idee gekommen, sondern das war eine Idee aus dem Camping. Mhm. Und auch die Leute, die es gekauft haben, sagen sich, es gibt die Situationen, wo ich froh bin, dass ich es auch nur anders nutzen kann. Bestes Beispiel Magen-Darm. Ja, absolut. Da landet der Ding, sondern da gehe ich. Und so ist es, dass ich auch sage, ist das Nutzungsverhalten. Und da, wir können nur annehmen, was zurückkommt, auch die Erfahrungen, die die Leute außerhalb machen, weil ich sage immer, wir sind zwar ein sehr gutes Entwicklerteam, aber wir können nicht ansatzweise die Erfahrung machen, die eben tausende Leute machen, wenn sie draußen sind. Und wo wir auch echt froh sind, dass sie auf Messen und sonst über die ganze Zeit im Jahr auf uns zurückkommen und einfach sagen, wir haben das gesehen, wir haben das gesehen, wir haben das gesehen. Deshalb fragen wir auch immer nach, gebt uns mehr Infos, sagt uns, wo war das? Weil wenn wir das verstehen und lernen, dann können wir tatsächlich halt ein System machen. Das ist ja, wir möchten auch nicht was entwickeln, wo wir sagen, das ist das Beste, sondern wir möchten das so machen, dass es jeder für sich so nutzen kann, wie wenn es für ihn das Beste ist. Und da müssen wir es verstehen. Ja. Deshalb auch da, danke für das Kompliment, aber wir hören ja auch nur zu. Ja, aber das ist es. Wie viele Firmen hören denn zu?
Also das ist aber ja auch was eine Firma können muss, dass sie zuhört und dann die Details auch rauszieht, genauso wie die Stellplatzbetreiber oder Campingplatzbetreiber ja auch zuhören und sich dann der Problematik annehmen und dann halt darauf reagieren. Aber ich finde das jetzt heute unheimlich spannend, weil genial finde ich, bei dir dürfen weiterhin Glissana-Besitzer Camping machen und ihr Beutelchen bei dir entsorgen. Ich entsorge meine ja auch. Ich hab's du ja hast auch selber eine Glissana, genau. Das finde ich sehr geil, weil ich habe schon etliche Videos gemacht, wo ich dann halt immer wieder darauf angesprochen war, ja, in dem Stellplatz dürfen wir gar nicht mehr hinfahren. Ich habe dann auch mal aufgerufen, Mensch, Leute, wenn das stimmt, schick mir doch mal ein Schild. Ich würde das Schild gern mal sehen wollen. Ich habe keine einzige E-Mail gekriegt, also ich kenne das Schild nicht. Totaler Quatsch. Situationen verändern sich, dann muss man halt drauf reagieren und drauf einstellen. Ich finde es ganz toll. Glissana macht unheimlich viel in der Weiterentwicklung, damit die Problematiken erkannt werden und damit es alles besser wird. Und das finde ich schon gigantisch geil. Also von dem her finde ich all das, was da immer so propagiert wird und negativ dargestellt wird, man muss das schon immer von allen Seiten betrachten und da ist das gar nicht mehr so negativ. Beziehungsweise eigentlich gar nicht negativ, sondern ich finde es eigentlich sehr positiv. Ich habe ja auch eine Glissana und ich bin ganz ehrlich, Leute, ich gehe mega gern auf meine Glissana. Ja. Das ist für mich ist seitdem Camping revolutioniert, weil das ist Kacken wieder heim. Ja. Für mich gibt's nichts Schöneres. Also das ist einfach so. Super. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ich danke euch für das Statement. Das ist für mich ganz wichtig, weil ich da einfach so ein bisschen Bauchweh gehabt habe, weil da ein paar Zuschriften kamen und eben ein paar Videos online sind, wo ich nicht für toll finde. Und da haben wir heute, finde ich, ein bisschen entgegengewirkt und dementsprechend auch aufgeklärt. Das ist für mich das ganz Wichtige, damit auch die Angst schwelgt, zu sagen, ich darf nicht mehr auf den Campingplatz fahren, bloß weil ich Glissana-Toilette habe, was ich totalen Nonsens finde. Und auch, dass es Weiterentwicklungen gibt, dass man auch im Ausland geruht seine Beutel entsorgen kann, ohne dass es ein großes Problem ist. Und vor allem auch da, ich meine, in letzter Instanz, wenn was unklar ist, fragt nach. Entweder wir haben die Frage schon mal gekriegt und wissen sie zu beantworten, oder wir machen uns Gedanken drüber. Und genauso, deshalb, ich möchte auch mit jedem Campingplatzbetreiber, mit jedem Stellplatzbeschreiber gerne ins Gespräch gehen, weil da geht es ja gar nicht darum, oh, die wollen nicht und die müssen jetzt aber, sondern wie wir gesprochen haben, das ist einfach, ich meine, wir können uns jetzt über eine Situation Gedanken machen, die vielleicht gar nie eintritt. Richtig. So. Und das ist ja das Schöne, lasst uns darüber reden, was ihr tatsächlich erlebt. Und anhand von dem kann man sich überlegen, ah, okay, das, was realistisch ist und das, was man gesehen hat, auf der Basis lässt sich immer irgendwas Realistisches auch umsetzen. Weil das, wie gesagt, eine konstruierte Nutzungssituation auch. Wenn ich mir das so hinrechne, kann ich mir überlegen, mit zwei Personen gehe ich 30 Mal am Tag auf die Toilette. Dann, wenn das jeder machen würde, dann wird es das Ding hier nicht mehr geben. Das wird nicht dastehen. Die Leute nutzen es anders. Ist so. Und das ist das Realität und das, was ich auf dem Papier mache. Ja. Das machen wir ein bisschen schwierig, weil es halt schwierig zu fassen ist. Aber deshalb, wir reden miteinander und nachfragen. Und so kommen wir dann zu. Nur durch miteinander reden kann man die Probleme oder die Bedenken lösen und kann auch Lösungen finden und dementsprechend das Ganze wieder angenehm gestalten. Absolut. Toll. Ganz lieben Dank für euch. Ja. Fand ich toll und ja, wir sehen uns in dem nächsten Video oder in den nächsten... Definitiv, die Messesaison hatte erst... Ja, Messesaison ist jetzt erst einmal vorbei, wobei CMT Stuttgart, da werden wir uns sehen. Jetzt, die Schweizer, der Schweizer Caravansalon kommt jetzt noch Leipzig, dann haben wir die CMT, genau. Also ein bisschen was steht noch. Und bei dir muss ich unbedingt jetzt einmal vorbeifahren, weil ich habe immer gehört, da ist es so jetzt geil auf dem Stellplatz. Endlich aber ruhig. Endlich ruhig. Muss ich aber noch beeilen. Genau. Die Saison ist bald verendet. Perfekt. Also, bis dahin, alles Gute. Dank. Ciao, ciao. Danke vielmals. Ja, das war das Glissana Special mit Daniel Beller und den Odin von unserem Stellplatz hier in der Nähe mit 650 Stellplätzen. Ihr seht, die Thematik ist eigentlich gar keine Thematik. Für alles wird gesorgt, an alles wird gedacht. Die Campingplätze bereiten sich vor. Glissana reagiert. Also man kann da eigentlich komplett entspannt sein und einfach mal diese ganzen, und bitte entschuldigt, ich will niemand zu nahe treten, aber diese ganzen YouTube-Filmchen,
wie es hier in negativsten Ausführungen gibt, wirklich mal, Leute, macht eure Erfahrung wie soll ich jetzt sagen, finde ich, man muss darauf einfach schlichtweg nicht immer hören. Es ist einfach eine persönliche Geschichte, möchte ich eine Glisana haben. Diese Glisana ist nicht für jeden Camper das Nonplusultra. Es kommt aufs Campingverhalten drauf an, es kommt auf meine innere Einstellung an, es kommt auf so vieles an. Aber man darf so eine Toilette überhaupt nicht schlecht machen und verteufeln und schon gar nicht als, bin ich der Meinung, bekannter YouTuber, wenn man aber selber von der Glisana überhaupt keine Ahnung hat und auch die Toilette noch gar nicht wirklich ausprobiert hat und sich mit der Thematik als solches gar nicht beschäftigt hat, sondern einfach nur irgendwelche Communities ihn mit irgendwelchen wilden Informationen füttern. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich finde einfach, macht eure eigene Erfahrung, redet mit Menschen, die Glisana haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch keinen getroffen und wirklich noch keinen, der mir erzählt hat, Glisana wäre schlecht, wäre scheiße, er hätte nur Probleme gehabt mit der Entsorgung von den Beuteln oder sonstiges. Ich kann immer wieder nur eins sagen, Glisana ist für mich persönlich eine wahnsinns tolle Toilette, voll nutzbar mit vielen, vielen Vorzügen. Für den nächsten ist die Trockentrenntoilette eine super tolle Toilette, mag sein für sein Campingverhalten. Und für den nächsten bleibt und ist es schlichtweg die Standard-Kassettentoilette. Es gibt viele Varianten und man muss hier nicht immer nur sagen, es gibt schwarz oder weiß. Nein, es gibt auch grün, rot, grau und sonstiges. Und für jeden ist eine Toilette dabei. Aber ich wehre mich gegen was schlecht zu machen, was nicht schlecht ist und gegen Halbwahrheiten zu erzählen, die keine wirklichen Gründe haben, weil es gar nicht wahr ist. Und drum war mir das ein Anliegen, dieses Video zu machen mit den, sag ich jetzt einfach mal, Akteuren direkt, wie Daniel Beller, im Prinzip der Chef von Glisana, wo ja weiß, was er tut und wer auch reagiert für verschiedene Dinge, haben wir im Interview ja ganz klar gehört. Genauso wie aber Odin, der ein Stellplatzbetreiber ist, von 650 Fahrzeugen, wo man sagen könnte, okay, da wäre ja die Problematik wirklich. Der Campingplatz von Odin ist das ganze Jahr im Sommer ausgebucht, komplett. Da ist kein Problem. Also, wir sind entspannt, wir können unsere Glisana nutzen, wir schaden auch nicht der Umwelt, weil dafür gesorgt wird, dass es der Müllverbrennung zugeführt wird. Auch wenn man ins Ausland geht, gibt es Lösungen, wo stattfinden, und da bin ich auch das letzte Mal damit konfrontiert worden, Müllverbrennungen, weil ja angeblich, oder beziehungsweise ist natürlich auch so, nicht in jedem Land Müllverbrennungen existieren. Dennoch ist das hier im 0,0-Bereich. Also man muss sich ja auch mal vorstellen, wie viele Fahrzeuge sind denn wirklich mit Glisana-Toiletten ausgeführt oder ausgebaut. Und die paar wenigen, die dann draußen auch im Ausland unterwegs sind, dann mit der neuen 100%igen Naturtüte, wo aus reinen Abbaubaum oder 100% biologisch hergestellt ist und auch 100% biologisch Abbaubau ist, laut Glisana, finde ich, bitte Leute, entschuldigt, wenn es dann noch ein Problem ist, sollten wir auch mal dran denken, mit unseren Wohnmobilen dürften wir dann auch nochmal spazieren fahren, weil die sind auch umweltschädlich. Also, wenn man was für die Umwelt tun muss, müsste man auf Wohlstand verzichten. So wie wir aber leben, weil unsere Gesellschaft so ist, ist es so. Ich muss sagen, ein ganz, ganz großes Lob an Glisana und an alle, die daran arbeiten. Ich finde, Glisana reagiert top,
und ist immer für Lösungen bereit, hat ganz tolle Folien und wir haben das alles selber im Interview gehört. Ich muss da auch gar nichts mehr wiederholen. Ich sage ganz lieben Dank für das Video. Wenn ihr noch Interesse habt an weiteren Videos über Klesana, ich verlinke euch die hier, mehrere Videos gemacht. Klickt rein, schaut die euch an. Was ist Klesana? Wie funktioniert Klesana? Und so weiter. Ganz tolle Videos. Also, ich freue mich auch über einen Daumen nach oben und natürlich, wenn ihr ganz verrückt seid, über ein Abo, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Micha.